Willkommen zurück zu unserer One Piece Odyssey. Wir sind jetzt in Water 7 angekommen und suchen jetzt Rob Lucy oder wie man den auch immer aussprechen mag. Bislang ging das eigentlich alles sehr zügig, schnell und problemlos. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er wirklich unser Ziel ist oder ob sich nicht gleich noch eventuell herausstellt, dass wir was anderes jagen müssen. Oder wer weiß, wo der Dude sich rumtreibt. So, dass wir da auch eine etwas längere Odyssee vor uns haben. Ja, der eine hat richtig Hunger. Die Hände zittern sogar schon. Gut. Suchen wir mal in der Kantine, ja, die ist ja gleich direkt hier neben. Das ist aber eine kleine Köchin. あとにしておくれ。そこをなんとか。なんと言われても今は無理だよ。本当、あの二人はどこでサボってるんかね。ちょっとあんたたちやめときな。忙しい時は何を言っても聞きゃしないよ。ね、発売。誰が発売じゃ。落ちちゃった。ああ、今は忙しい。忙しすぎるんじゃ。 私、おばあさんに聞きたいことがあるんだけど、相手にしてもらえないのよ。どうしたらいい？そうは言われてもどうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの？そのユカとニーナって。ああ、この食堂の看板娘だよ。あの子たちが来れば、ハツさんも少しは手が空くだろうさ。それにしても遅いね。 もうとっくに来てもいい時間なんだけどね。何かあったのかね。そうか。そいつは心配だな。どこかでリリーが困ってるなら、エスコートするのがこのプリンスの務め。任せろ。二人は俺が連れてくる。おい、待て。どこに行く気だ、ぐるまゆプリンス。闇雲に探しても迷うだけだ。 てめえにだけは言われたくねえな、クソ剣士。おっと、あんたたちいい加減にしなさい。はあ、面倒だけど、さっさと片付けるのが良さそうね。おや、あんたたちが探してきてくれるのかい。見かけによらずいい子たちだね。妹のユカはメガネでショートヘア。人の少ない資材置き場あたりにいることが多いね。 Gut, dann suchen wir die beiden mal, damit Omi hier auch wieder ein bisschen klarer in der Rübe ist. Die scheint ja ein wenig verwirrt zu sein. Na, nach oben können wir leider nicht. Ja, schade. Dann müssen wir mal auf eigene Faust suchen. Also, eine schaut sich gerne Schiffe an, wie sie gebaut werden. Einfach mal an die Konsole rangehen. Da oben ist noch eine rothaarige, lockige Dame. Ah, da kann ich mich wahrscheinlich hochgrappen. Und da oben leuchtet was Grünes. Bestimmt wieder ein Würfel. Jep, wunderbar.
Das haben wir uns auch geholt. Ansonsten müssen wir da, glaube ich, nicht nochmal hin. Die Truhe nehmen wir natürlich auch gerne. Ja, und da ist die gute Dame. Da kann ich mir das hier nicht greifen. Ja, schade. Aber erstmal mit der ersten Dame quatschen. Vaterkomplexe. Möchte genauso werden wie Papi. Okay, ich wollte sie jetzt eigentlich von ihrem Lebenstraum gar nicht abbringen. Aber wenn das jetzt passiert ist, sie in die Küche geht und wir dann weitermachen können, wieso nicht? Gut, das war Madame Nummer 1. So, hier klauen wir uns das Ding mal. Da kommen wir hier ran. So, wo die andere ist, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Wir haben zwar einen Tipp bekommen, aber den habe ich vergessen. Aber wir werden die schon irgendwie finden. Mein erster Impuls war, hier hochzugehen und hier mal zu schauen, aber ich glaube nicht. Ach, irgendwas mit Materiallager. Das könnte doch sein. Ja, hier nochmal eben auseinandernehmen. Da kommen wir wieder nicht durch. So, eine Truhe haben wir jetzt hier leider nicht. Da haben wir doch was bekommen. Sehr schön. Ah, ein Würfel. Wir nehmen hier mal die Abkürzung. Materiallager, sehr schön. Ich kann mich auch nicht mehr an die Beschreibung erinnern, aber wir müssen einfach nur nach einem Mädel Ausschau halten, wo dann rote Streifen vom Kopf abstrahlen. Das sollte nicht zu übersehen sein. Hm.
Ja, da müssen wir wieder einen Kran bewegen. Dann wird sie doch bestimmt auch dort irgendwo sein. Ja, ist der Greifarm nicht ein bisschen zu hoch? Nee, das funktioniert. Ja, die Arbeiter hier sind alle irgendwie ein bisschen dicklich. Ah, da war nix. Jetzt geht's hier nach hinten raus. Na? Gut, dann gehen wir mal ganz nah ran. Ja, Madame ist hier auch schon wieder sehr glücklich wegen den Schätzen. Aber die eigentliche Madame, die wir suchen sollten, finden wir noch nicht. So, wo versteckst du dich? Es gibt auch noch einen Erfolg, wenn Zoro genügend Dinge kaputt macht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Tore waren oder etwas anderes. Ja, da kommen wir natürlich wieder nicht ran. Da kann Chopper später drüber laufen. Aber gefunden haben wir die jetzt nicht, ne? Da oben ist noch was Glitzerndes. Müssen wir jetzt hier die ganzen Leute voll quatschen, bis sie dann irgendwann spawnt? Ach, da steht doch jemand. Habe ich die vorhin übersehen? Thank you.
Ja, schön klassisch, der gute alte Liebesbrief. Ob man den heutzutage überhaupt noch kennt? Gut, wir haben mit beiden gesprochen. Mal schauen, ob die Omi jetzt ein bisschen entspannter drauf ist. Und da haben wir noch eine Truhe, ein Fässlein. Da haben wir noch eine Kiste. Oder hatten. Der Bürgermeister oder der Chef einer Stadt im Wasser heißt Eisberg. Wäre noch besser, wenn das der Name von dem Oberhaupt der Werft wäre. So, Yanami-san. Doko te? Shichou-tei nara ichiban dokku no oku ni. Are? So iwarete miru to, sakki naka o mite mawatta kedo, doko ni mo nakatta wa yo ne. きっとこの世界の市長邸は別の場所にあるんだ。外に出て聞き込みをする必要がありそうね。適当に歩いてりゃ見つかるんじゃねえか。あんたね。はあ。なんとなく誰のせいで場所が変わったのか。とにかくおっさんの家を探せばいいんだろ。そうね。探すしかないわね。よし。 Ja, die Bürger, die hier wohnen, müssen, wo das Haus des Bürgermeisters ist. Oder nicht? Ja, düsen wir erstmal hier weg. Da hinten ist noch eine Zorro-Kiste. Das holen wir uns natürlich noch mal eben. Gut, würfelmäßig haben wir auch noch mal gut abgestaubt. Da war einiges zu holen. Ne, die können uns nicht helfen. Da ist doch jemand, der was sagen kann. Sehr schön. Das war ja auch mein Ansatz. Eigentlich muss hier jeder Bewohner wissen, wo der Bürgermeister am Start ist. So, da war das Glitzerding. Aber in der Tat ist das hier eine sehr hübsche Stadt. Auch wenn von Venedig geklaut. Ah, er ist Firmenchef, also doch. Der Chef von einer Werft heißt Eisberg. So, hier ist der Springbrunnenplatz. Und der chillige Dude, der da meditiert, der wird uns doch bestimmt weiterhelfen. Oh ne, wir haben schon den Marker.
Haus des Bürgermeisters. Okay, Vorderseite. Ja, speichern kann man zumindest. Heilen brauchen wir nicht, aber speichern wäre nicht verkehrt. What the fuck, wer ist das? ロングリングロングランドで会えると思ってたんだがね。予想は外れちまったみてえだな。これはいい女になったな、ニコロビン。ちょっと待ちなさい、閣下しなさんな。俺がここに来たのはニコロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。 やっぱりお前ら今しんどくか。ロビンちゃん、大変だ、すぐに解凍しないと。まあ成り行きってやつか。お前たちの冒険はここまでだ。ルビ、戦うぞ。 Okay, eine sehr ungewöhnliche Wendung. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist er das Oberhaupt der Marine. So meine ich es in den Dialogen gesehen zu haben. Wir machen ihm Angst, das ist gut. Nico Robin ist die größte Gefahr, okay. Hat er die Eisfrucht eventuell gefuttert? Bestimmt. Ice Age, ja. Lustiger Name. Gut, Sanji ist da, das ist gut. Shit. Wir stehen nicht nah genug beieinander. Der wämst aber richtig heftig rein. Also der kriegt guten Schaden, aber der teilt halt auch noch heftigeren Schaden aus. Ja, der Kleine kommt nicht ansatzweise in seine Nähe. Was machen wir? Hier haben wir natürlich nichts mehr. Irgendwie Gruppenheal-mäßig haben wir hier auch nichts, oder? Gut, kann sie hier irgendwie was machen? So, was machen wir? Er müsste... Ja, hat auch nichts. Ein Feuerangriff von Sanji wäre schon geil. Und da ist er down.
Eieieiei. Ich habe auch keine Möglichkeiten, hier noch irgendwie aufzuleveln oder sowas. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass Ruffy überlebt. Nee, dass Nami überlebt. Okay. Die beiden kann ich heilen. Wobei, Moment. Das machen wir anders. Oh, ein Glück. So, jetzt kann Chopper die nämlich heilen. Okay, die Hälfte ist schon mal down. ここまで手こずるとは思わなかったぜ麦わらのルフィ 一騎打ちを受けちまったからには この勝負俺の勝ちでそれまで そういうことか これ以上他の奴らに手を出せば 野暮は俺だわな なあ船長 脈拍は正常だな。とりあえずロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。でもロビンの体は冷え切ってる。早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞ、チョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。分かった。こっちは任せてくれ。 Oha. Wir sind jetzt in einer Gruppe mit Sanji und Zoro. Nicht, dass der Kampf eben schon ein bisschen heftig war. Ja, Schnellreise funktioniert nicht. Ja, einmal komplett nach unten düsen. Ja, jetzt ist auch Ruffy noch eingefroren. Die komplette Gruppe ist aufgelöst. Das sieht nicht gut aus. Wir haben hier auch kein Zelt, so dass wir irgendwie mal irgendwo hindüsen können und ja, unser Level nochmal ordentlich nach oben bringen. Ja, das wird interessant.
So, jetzt müssen wir dahin düsen. Da versperrt uns einer den Weg. Das ist nicht gut. Ja, jetzt müssen wir nochmal komplett oben rumlaufen. Och nö. Eieieiei. Wer hätte das gedacht? Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie wir den guten Mann besiegen können. Aber abgesehen von neuen dicken Accessoires und Level nochmal ordentlich hochpushen, ja, fällt mir da nicht wirklich viel ein. Der hat ja quasi auch immer, wenn wir angegriffen haben, direkt im Anschluss auch einen Angriff gestartet. Da sind aber die Schwäne. Eventuell können wir da, oder was das da für komische Dinger sind. Na? Stehen gerade nicht zur Verfügung. So, jetzt müssen wir mal schauen. Entweder ganz unten rechts beim Dock oder ganz rechts. Das sind jetzt so die einzigen Bereiche, wo wir irgendwie noch fündig werden können. Na gut, dann werden wir uns mal der Beschäftigungstherapie widmen. Na, leuchtet da hinten was Grünes? Ja. Diese Sprüche von Sanji, falsche Richtung und so weiter, sind das ein Wink? Kann natürlich gut sein. Okay, ja, das hat er uns vorhin ja auch schon gesagt, aber wo finden wir den Fahrstuhl zur obersten Ebene? Ich bin gerade maximal lost. Ja, das Ding können wir auch nicht einfach so kapern. Zeit für ein Item ist immer. Na, was sagst du?
Über das Dock kommen wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, shit. Ja, die sagen ja die ganze Zeit, wir sollen über den Fahrstuhl gehen, aber... Aber dort stehen doch irgendwelche Dudes und lassen uns nicht durch. Beim Dock brauchen wir es auch nicht versuchen, da ist auch kein Aufzug. Das ist hier perfekt. Planlos in Water 7. Wir haben auch irgendwie nirgendwo jemanden stehen, der irgendwelche roten Streifen hat. Und da können wir also auch aktuell niemanden fragen. Ich nehme aber an, dass wir dort auch nicht wirklich dieses komische Ding nutzen können. So, was hast du gesagt? Na, sieh mal eine an. Ja, heißt das, wir sind auf dem richtigen Weg? Komm, Sanji, sprich mit uns. Ah, sieh mal eine an. Doch, hier, der. Glück. So, ist das Wetter hier draußen schlechter geworden? Bisschen stürmischer, oder? Eventuell hat Lim ja Mitleid mit uns und gibt uns noch mal einen richtigen Power-Up. Ah, guck mal an, da haben wir auch noch einen Würfel. Wo ist die Flying Lamb? Ja, die verbliebenen vier müssen kämpfen. Ja, ich wollte auch sagen, jetzt haben wir keine Zeit für euer Liebesspiel. So, erstmal Chopper und der muss ihn heilen. Okay, das ist gut. Das kriegen wir weggesteckt.
Ja, das war nicht so pralle. Bei dem einen hatten wir einen kleinen Nachteil. So, hier haben wir den Happiness Punch. Kein Vorteil, aber die sind... Okay. Ja, der war jetzt auch nicht so der Burner. Die greifen sich aber gegenseitig an, das ist gut. Ne, hier habe ich nur einen Gegner. Und gegen den bin ich nicht effektiv. Na gut, der kann nicht viel machen. Ich müsste beim nächsten Mal auf jeden Fall sehr viel kochen. Gut, du kannst ihn killen. Sehr schön, dann können wir gleich beim nächsten Mal auf jeden Fall Sanji helfen. Na, schau mal, kannst du hier schon ein... Nein, du kannst ihn nicht killen. Eieiei, das ist knapp, aber das sollte passen. Sehr schön, Sanji ist safe. Nein, Sanji ist der Letzte, der dahin geht. Nicht, dass er gleich noch drauf geht. Ah, der greift mal hier den Verliebten an. Sehr schön. Und Sanji kann finishen.技も冴えて。こいつら手強いぞ。フランキー一家をなめるなよ。バラした船は返さねえが。この借りは必ず返してやる。あの格好。あいつらフランキーの仲間よ。そういえ、それじゃウソップはメリーごとフランキーのところってことか。そうね。ウソップがメリーを置いて逃げるとは思えないわ。 Oh Mann, jetzt müssen wir wieder zurück in die Stadt und nach Behandlung suchen. Aber wenn jetzt alle mitkommen, dann lassen wir die da liegen, oder wie? Oder wer schleppt die gerade mit? Ja, wir dürfen aber nicht vergessen, dass Ruffy aus Gummi besteht. So, erstmal wieder hochheilen. Das habe ich nämlich vorhin ungünstigerweise vergessen. Ja, komm, 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 lass uns durch. Wir haben doch keine Zeit. Gut, da scheint was zu sein. Das heißt, im besten Fall lassen wir uns hier jetzt durch.
Ja, das sind ja am Ende des Tages doch keine Assis. Helfen tun sie. Ja, dieses Kläranlagenviertel hier sieht aber richtig hässlich aus. Mir ist... Na? Ja, wir haben keine Wahl. Mir ist eingefallen, wir können hier eine Party starten, wenn wir in einer Taverne sind. Vielleicht sollte ich demnächst mal in eine Taverne gehen und dann ja, eine Party starten, um dann nach Alabasta zurückzugehen, ein paar Missionen zu machen, ein paar EPs zu holen, Ziele abschließen, ja, all das, was man so macht. Aber das Gute ist, hier können wir auch schon mal kämpfen. Das heißt, wir können uns dann hier eventuell auch schon mal ein bisschen hochleveln. So, da ist das Badehaus. あそこのお湯が確かにここにはお湯があるんだが、すまんが所有者の許可なく通すことはできんのだ。お願い、仲間を助けるためにたくさんのお湯が必要なの。無理を言うな。まあ、俺の工場の前で何の騒ぎだ。 Und er hat einen Hamster in der Tasche. Nice. チョッパー、ロビンちゃんは奥のベッドで休んでる。体力の消耗が激しいけど大丈夫だ。助かったわ、アイスバーグさん。ありがとう。いや、構わねえよ。それよりお前ら、フランキーのアジトを探してると言ったな。あいつのアジトは町外れの地下水路の先だ。急を据えてやってくれ。 Wunderbar, der Chef ist wieder dabei. Robin aber leider noch nicht. Gut, wir werden hier erstmal... Ja, können wir natürlich noch nicht. Ja, okay, gut, dann machen wir das gleich irgendwo unterwegs. Gut, also sind wir noch in einer Zeit unterwegs, wo Frankie mit uns noch nicht wirklich befreundet war. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wie ist die Gruppe hier aufgebaut. So können wir es lassen. Und ich wollte noch mal schauen, wo müssen wir hin? Ja, natürlich da wieder ganz... Nee, das war jetzt im Kläranlagenviertel. Ja, wir hätten eigentlich Eisberg auch noch mal nach hier Luca fragen können. Dann hätten wir die Info eventuell auch schon. Okay, weiter geht's hier. Da ist die Kanalisation. Das sehen aber auch schon wieder die Dudes ein bisschen komisch aus. Ach, Frankies Boys. てめえらはここはフランキー一家の縄張りだ。命が惜しけりゃすぐに消えな。こいつ
賑やかな奴らだ。勝手に騒いでやがる。お前ら邪魔だ。ふざけるな。何わらだろうが関係。Gut, dann kämpfen wir nochmal gegen die. Dieses Mal sind wir aber ausgeruhter und mit dem Chef unterwegs. Der aber nicht wirklich effektiv gegen die ist. Nur gegen den, der gegen Nami kämpft. Ja, die ballert wenigstens gut rein. Er soll mal lieber hier Ruffy helfen. Der hat schon gut kassiert. Ja, wir können mal mit Nami ordentlich Damage machen. Sehr schön. Alle paralysiert. Die halten aber mittlerweile schon gut was aus. So, den hauen wir um. Dann ist Zoro den auch los und alle können sich auf den von Nami konzentrieren. Gut gemacht, Chopper. そのアジトにも行かせんぞ。おい、バルブを開いて水の壁を張っとけ。わかった、任せとけ。じゃ、あいつらバラバラに逃げていきやがった。それに水の壁ってなんだ。なんでもいい。フランキーのところに行ってウソップとメリーを取り返すぞ。Ja, das wird uns hier gleich um die Ohren fliegen. Ja, mit weiblichem Feingefühl kommt man definitiv weiter als dieses harsche "Ich mariniere und esse dich". Oh, was haben wir jetzt hier? Auf jeden Fall ein paar Gegner. Ein paar Ventile. Und das ist höchstwahrscheinlich der Ausgang. Gut, schon mal eine Schnellreise, sehr schön. Auch wenn wir die aktuell noch nicht nutzen können. Ah nee, okay, das ist zum Grappen. Alles klar. Na? So, da haben wir uns doch schön hingezogen. Ach, eine kleine Maus mit Zylinder. Oh, der Dicke kann ruhig weiter schlafen.
Ah, okay, das war das Ding für die Wasserwand. So, hier können wir uns, glaube ich, nochmal für eine Mille eben was kaufen. Ah, okay, das, was wir hier draufgepackt haben, könnten wir bei ihm auch nochmal entfernen. Sehr schön. LP2000, das ist aber nicht so nice. Oder? Ah, hier hatten wir 2100. Ja, die könnten wir eigentlich auch kaufen und dann drauf sockeln. Ah ne, das lasse ich lieber. Ich hole mir dann lieber später den dicken Verteidigungs Accessoire-Gedönsding. Ne, da oben muss ich hin. Ah, okay, das passt. Sind wir jetzt hier schon am Boden? Ja, sieht ja so aus. Ja, dann düsen wir mal ins Versteck. Ah, sieh mal einer an. Damals war Frankie noch ein richtiger Mensch. そうか。てめえらか。子分たちを可愛がってくれたってな。スーパーなお仕置きが必要なようだな。さすが兄貴だ。兄貴、やった。フランキーはこんなやつだったか?改めて見ると感じ悪いわよね。調子に乗りすぎだパンツ野郎が。 Interessantes Kinn hat der Frankie. Mal schauen, ob Frankie nach diesem Erinnerungsstrang Teil unserer Gruppe wird. So, wir nehmen hier erstmal Nami. Ja, nicht so der Burner, aber zumindest zwei paralysiert. Wow. War der gute Ruffy nicht komplett geheilt? Da packen wir lieber mal einen Heal auf Ruffy. Der ist paralysiert, sehr schön. Er fliegt uns also nicht um die Ohren. Okay. Das war in Ordnung. Du willst nochmal angreifen? Ja, wieso nicht? Okay,
Okay, dann war Ruffy vorher nicht geheilt. Obwohl ich doch nochmal extra hochgeheilt habe. Gut, jetzt darf Nami nochmal. Nee, wir nehmen nochmal Nami. Sehr schön. Ja, der hat ihn sogar noch fast umgehauen. Ja, der eine wird jetzt hoffentlich drauf gehen. Ja, sehr schön. Dann kann Nami gleich die Verbliebenen finishen. Und alle anderen können dann Ruff. Ja, nee. Nur der von Chopper. So, wenn Chopper... Nee, das ist Ruffy. Hier ist Chopper. Genau, der haut ihn um. Und die gehen dann gemeinsam auf Ruffys. So, da hat er jetzt natürlich einen schönen Vorteil. Sehr schön. Ah, shit, ich hätte... Nee, das war eigentlich ganz gut. Jetzt nochmal Zoro. Und down ist er. お前らが子供兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。何どうしたの。いや、何も言うな。お前らの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を命を落として守ってきたなんてな。 チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ソップ、お前あいつに何の話した。あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。 なんだお前は。気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったらアイスバーグんとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用は、おとなしくついてこい。カティフラム。ああ、ガレーダの一大工が偉そうに急にどういうこった。そして言ってる意味もわからねえな。待てよ。 後のやつ、お前に用があるのは俺たちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。Okay, gleich direkt in den nächsten Fight。俺は6つの超人的隊、たかだか1海賊団のお前たちとの。 Ja, zeitlich wird das wieder unsere Skala sprengen, aber wir können ja nicht anders. So, er ist effektiv gegen beide, aber er wird sie nicht... Oh, aber doch dicken Damage machen. So, Chopper muss vorsichtshalber heilen.
Ja, mal schauen, wie schaut's hier aus? Ja, ist in Ordnung. Ja, der Damage ist aber auch übel. Ja, das Kleinvieh hier muss ganz schnell weg. Ja, so schnell werde ich es aber nicht wegbekommen. Oh, den einen werde ich im Single-Target auf jeden Fall wegbekommen. Ich hoffe, dass ich hier... Ja, ist auch down und den anderen nochmal gut angekratzt. Oha. Na komm, können wir irgendjemanden betäuben? Ja, sehr schön, den, der bei Chopper ist. Zumindest ein davon. Dann kann Chopper hier auch ein bisschen hochheilen. Ja, die normalen Angriffe von ihm gehen. Sehr schön. Ne, dann machen wir die Tigerfalle. Sehr schön. In der nächsten Runde ist er weg. Und weiter geht's. Ja, die kann das Ding nochmal raushauen. Ja, sehr schön. Paralysiert. Der wird uns nicht schaden können. Ah, nicht down. Schade. Ah, der ist down. Der ist paralysiert. Sehr schön. Dann gehe ich aber erstmal auf Klein Chopper. Ja, Ruffy. Oh, der ist eigentlich egal. Der wird Chopper nicht wehtun. Da greifen wir mal normal an. Ja, hier müssen wir normal angreifen. Ja, einmal... Okay, kann er... Nee, der kann Zorro nicht umnieten. Glaube ich nicht. Es sei denn, er macht eine Fähigkeit. Dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Gut, dann Ruffy muss ich mal eben selbst heilen. Nützt nichts. Ineffektiv, okay. Oh, sie kann hier mal den Bolt rausholen. Sehr schön, Ira ist down. Ja, das habe ich jetzt selbst verbockt. Nachdem ich den Angriff gestartet habe, ist mir eingefallen,
Ich sollte eventuell auch noch heal-mäßig was machen. So, da haben wir erstmal Nami. Sehr schön. Da kann Ruffy ruhig angreifen, das ist in Ordnung. Ja, die Bonus-EP werden wir uns holen. Nee, das ist doch Quatsch. So, dann in der nächsten Runde werden wir uns zu Ruffy begeben. Dann kann ich nämlich einen schönen Gruppen hier raushauen. Sehr schön. Auch wenn es 0 Damage war. So, Nami geht auch nochmal mit drauf. Und jetzt kann Ruffy auch ordentlich draufbremsen. So, der Kleine macht hier mal schön den Dicken hier. Immer auf die Kleinen. Das ist aber nicht nett. Und jetzt... Ja, da haben wir... Ja, egal. Jetzt können wir in Ruhe da draufhauen. Blöd ist, dass ich Zoro hab draufgehen lassen. Das war überhaupt nicht nice. So, habe ich hier irgendwie... Nein, natürlich nicht. Ja, das ist 82, dann ist der 200er deutlich besser. Kleinen Chopper hochhallen. So, sie macht genau das. Der soll mal SP hochziehen. Hat er eben nur ein Damage gemacht? Sehr schön, das passt. Dann haut sie damit drauf. So, Chopper, du kannst hier mal Kamehameha. Und mit einem HP wieder überlebt. Sehr schön. Level Up nehmen wir natürlich gerne. Außer für Robin, weil sie war wieder nicht da. アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ。ルフィ。何してんだ。ルフィ。行くぞ。アクアラグナまでもう時間がない。 カティフラムを連行する。この男はどうします？さっきカティフラムと何やら話しておったろう。いや、何か知ってるかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。 大変だ。ウソップがいない。連れて行かれたんだ。鳩のやつを追って、ウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ。お前たち行くぞ。あとは視聴艇じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ。
こいつの口ぶりで確信が持てた。目当てのものはこいつが知ってる。So, nachdem wir zweimal auf den Deckel gekriegt haben, obwohl wir theoretisch gewonnen haben, werden wir hier erstmal ein Päuschen machen. Ich muss mich von den Niederlagen regenerieren und beim nächsten Mal geht es dann von hier weiter und dann geht es auch zum Sitz der Weltregierung und dann mischen wir mal die Weltregierung auf, wenn wir nicht wieder vermöbelt werden.